Hallo, wir sind heute im Surental und wollen hier durch den Wald zum Hügli-Loch und anschließend dann den Liebesweg. Den wollen wir jetzt erkunden. Hoffentlich finden wir den im Wald und was sich so hat mit dem Hügli-Loch und Liebesweg. Also machen wir uns auf den Weg. Danke für die Begleitung. Hier hat es schon so schöne Mauern, also recht faszinierend, wie die da gemacht sind. Ich hoffe, man sieht das jetzt so, weil sehr interessant und schon schön verwachsen mit dem Moos und dem Brombeeren. Ja, freuen wir uns auf einen hübschen Spaziergang. Ah, Hügeli. Ja, wir haben die richtige Richtung. Wunderbar. Ja, da hat es noch ein bisschen Sonnenschein. Heute nicht so tolles Wetter, aber es stürmt nicht und es regnet nicht. Von Schnee keine Spur. Also, genießen wir's! Wow, wow, wow! Hier geht's hoch zum Hügeli-Loch. Also, wollen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Ja, wir probieren's doch. Die Loch, der Ball geht der Weg so streng nach oben. Auf geht's! Irgendwie kommt es mir so vor, so ähnlicher Weg, als wir zum Wiechenstein im St. Galler Rheintal raufgingen. Und dieses ist jetzt im Aargau. Es gibt überall wieder Hügel, die wunderbar zu Weg, also ja, bereit gemacht worden sind, damit die Wanderer durch können. Toll! Aber hier ist steil, Halleluja! Schön langsam. Und jetzt, hier wäre noch eine Brücke, ja, denke wir, wir sollten wahrscheinlich hier über den Weg gehen. Aber ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu riskant mit den Hunden. Also, machen wir kehrt. Wir haben uns jetzt mal für die rechte Seite entschieden und siehe da, nach der Kurve. Haha, wir haben es gefunden. Das Hügeli-Loch. Das ist aber toll. Der Liebespfad ist der Weg, den sie eben benutzt haben. Ah, wir sind voller Liebe. Diese wird seit Jahrzehnten von der Seniorenvereinigung Schöftland und umgeben liebevoll gepflegt. Wir sind ihnen dankbar, diesen Platz in Ordnung halten und ihre Abfälle nicht liegen lassen. Ja, also ich denke mir, das wäre eigentlich schon selbstverständlich. Aber anscheinend nicht immer so, weil da steht es nochmal. Ja,
toll hier. Super Aussicht. Coole Sache. Wollt ihr mitkommen? Geh jetzt rein. Dann schauen wir, was es hier alles zu sehen gibt. Bis später. Also, während meine Hunde jetzt eine kleine Rast machen dürfen, gehe ich mal schauen, was dann in dem Loch so hat. Ich bin doch wunderig. Also, hier angeschrieben. Hügeli-Loch. Faszinierend. Ja. Ja, und es tropft. Ja, könnte man gut Schutz suchen. Aber so ganz sicher ist man da nicht. Herzlose Steine, also hallo. Kleine Verstecke. Ja, hier soll ja ein Schatz vergraben worden sein. Irgendwie hat man den immer noch nicht gefunden. Aber so tief gehe ich jetzt da nicht rein. Und vorne, denke ich mir, hat man die Gegend sicher schon lange abgesucht und anscheinend nichts gefunden. Ja. Also wir werden es jetzt auch nicht finden. Oder wir werden nicht suchen. Dann haben wir eine Chance, es zu finden. Ja, also, hier soll in der Höhle ein Schatz vergraben sein. Eine Truhe voller Schmuck und Geld, Goldmünzen, so die Sage. Und da stand irgendwo mal, ich weiß nicht genau wo, aber hier irgendwo stand eine Burg und das Burgfräulein, das kam immer ein bisschen zu spät, so wie man sagte. Musste sie sich immer schön machen und verweilte dadurch zu lange vorm Spiegel. Und ja, eines Tages musste sie flüchten und dann kam sie durch dieses Loch, oder besser eben gesagt, sie kam nicht mehr durch. Sie wurde mit ihrem Schatz verschüttet, mit dem Hab und Gut, das sie mitnahm. Also suchen noch heute gewisse Leute danach, ist so eine Sage, aber ihr könnt es vielleicht, wenn ihr Lust habt, im Internet nachlesen. Ich habe es auch dort gelesen, weil es mich doch ein bisschen interessiert hat, was sich mit dem Hügeli-Loch so auf sich hat und warum davon gesprochen wird, heute noch. Ja, es ist irgendwie faszinierend und mystisch und ich hoffe, das Burgfräulein wird bald erlöst von einem jungen Herrn. Da kann ich leider nicht mithelfen, ich würde es gerne, aber ich bin halt auch ein Fräulein. Ja, aber wir wünschen ihr alles Gute und danke dafür, dass wir das Hügeli-Loch besuchen durften. Auch ohne, dass wir den Schatz gefunden haben. Ich denke, der Schatz alleine ist schon die Höhle, weil sie ist wirklich sehr niedlich und ja, hübsch. Das muss man erkennen. Dann sieht man den Schatz. Gebt doch einen Daumen hoch für uns. Ja, super. Also, gehen wir weiter. Wenn wir hier weitergehen, ich weiß nicht, wie gefährlich es wird. Sieht sehr schmal aus. Aber das wäre ja dann der Liebespfad. Vielleicht finden wir ja die große Liebe.
dann werden wir sie dem Burgfräulein schenken. Also, komm, wir gehen. Also, starten wir auf dem Liebesweg. Wo ist denn die große Liebe? Also, meine große Liebe sind wir ja. Hier, Hundi! Ja! Ja, also, wenn ich diesen Weg noch einmal gehe, würde ich euch empfehlen, falls ihr auch Lust habt, geht, wann trockenes Wetter ist, weil durch das Laub hier steil und schmal, es ist also echt rutschig. Man muss da schon ein bisschen aufpassen. Und da gibt es noch Zwischenverpflegung für die Durstigen, aber für das hat es dann wieder zu wenig Wasser. Aber ist hübsch gemacht, toll. Dann sieht man unser Pudelmobil. Also sind wir schon wieder richtig auf dem Zurückweg. Aber ja, hier geht es zuerst noch ein bisschen nach vorne und irgendwann geht es ja dann noch runter. Lassen wir uns überraschen. Braucht da schon ein bisschen Konzentration mit den Hunden auf dem schmalen Weg. Aber irgendwie gefällt es mir einfach schön langsam. Jetzt kommt ein Tunnel. Jo. Ein kleines, ein Liebesbogen auf dem Liebesweg. Kannst du hinten? Irgendwie schon ein bisschen mystisch, wenn man da den Straßenverkehr nicht hören würde. Hätte man wirklich das Gefühl, irgendwie, ja, ein Zauberwald. Jetzt gibt es wieder eine Abzweigung. Da könnte man auch noch weiter rauf. Aber wir wollen ja eigentlich runter. Also seht ihr, das war der Liebespfad. Ja, ich denke mir, wir probieren uns jetzt da den schmalen Weg runter. Vielleicht hat man eine Chance, vielleicht müssen wir wieder rauf. Ja, wir probieren es mal. Hier ist schon ein bisschen schmal. Also probieren wir es ganz langsam. Und unten, ja, yeah, wir haben es geschafft. Also das war ja jetzt schon ein bisschen eine Mutprobe, hier oben durchzulaufen. Aber wir haben es geschafft, meine Hunde und ich, wir sind doch tipptopp. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen hoch für uns. Weil, ja, es war nicht immer ganz einfach, aber... Es war wunderschön auf dem Liebesweg. Ja, der Liebesweg, der ist kurz und schmal. Also ob da zwei Verliebte, also ja, die müssen schwer verliebt sein, wenn sie miteinander doch gehen werden, weil die Nähe, ja, darum vielleicht der Liebespfad. Also es war wunderschön, obwohl die Natur ja jetzt wirklich noch nicht so üppig ist, weil es ist ja erst Februar, aber irgendwie war es wunderbar,
Wir haben es richtig genossen, die frische Waldluft hier. Und wir hatten ja sowas von Glück, dass wir alleine waren. Weil ich denke, wenn jemand gekommen wäre mit einem Hund oder so zum Kreuzen, wäre das nicht wirklich das Beste gewesen. Also ich hoffe, ihr lasst einen Daumen hoch da für uns und es hat euch auch gefallen. Wir nehmen euch sicherlich gerne wieder mit, wenn wir wieder irgendwo rumkraxeln und was Tolles finden, wo wir selber auch noch nie waren. Und ja, bitte den Abo-Knopf drücken, dann sehen wir uns wieder, dann bleibt ihr dran. Ja, dann gibt es noch was Feines für die Hunde, was zum Trinken. Und für mich natürlich den Kaffee. Den haben wir uns ja jetzt verdient. Huh? Ja, Smatz. Ja, Smatz. Super, habt ihr es gemacht. Vielen Dank an meine Hundis. Der letzte Teil ist jetzt noch richtig entspannt zu gehen. Nein, es war wirklich. Das war richtig toll. Ich habe es mitgebracht. Schau mal. Und für dich. Hallo? Ja. Ja. Schau, für dich groß. Und für die große Meisterin. Meine Kaffeekanne, die der Vollgas gibt hier. Prost! Ja, jetzt nach dem Kaffee die Zusammenfassung. Also, das Hügeli-Loch ist eigentlich, ja, ist ganz, wie sagt man bei uns, so herzig gemacht und der Parkplatz, ja, der ist nicht wirklich groß, den zeige ich euch jetzt mal, also nicht unbedingt für viele Leute gemacht, weil, ja, es hat da nicht so viele Parkmöglichkeiten, aber der Waldweg, der ist wirklich richtig schön gemacht, oben durch, da waren wir da oben. Irgendwo im Gebüsch ging der Liebespfad durch und danach kamen wir hier wieder den Hügel hinunter zum Auto. Und ja, also uns hat es gefallen, in allem hatten wir jetzt ungefähr 2,5 Stunden. Aber ich denke mir, es wäre, wenn man normal laufen würde, zu machen in einer Stunde oder sogar darunter. Weil es ist nicht sehr weit, aber ich sage mir gerade für Verliebte, dann im Mai kann man das natürlich verlängern, weil der Pfad ist ja sehr schmal. Und ja, also von daher, ja, es ist richtig hübsch hier. Und wir haben es genossen, sagen auch vielen Dank. Und ja, wer weiß, der ein oder andere besucht ihn auch mal. Also sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, mein Pudel unterwegs. Macht's gut!